Die Epidermis ist ein Plattenepithel, das zu 80% aus Keratinozyten besteht. Wenn die Epidermis verletzt wird, beginnt der Mechanismus der Wundheilung. Er besteht aus drei Phasen. Die exudative Phase oder Reinigung der Wunde. Die Proliferations- oder Granulationsphase, in der sich die Keratinozyten in die Wunde einlagern. Und schließlich die Reparations- oder Epithelisierungsphase, in der das Epithel wiederhergestellt wird. Ein feuchtes Milieu fördert die Wundheilung, indem es die Dehydratation verringert, Wachstumsfaktoren zuführt sowie die Bildung neuer Blutgefäße und die Migration von Keratinozyten fördert. Wunden heilen also in einem feuchten Milieu schneller als an freier Luft.